Und so haben sie es ja immer gesagt, die Crash-Propheten. Erkennt ihr Crash-Propheten? Ich meine, das sind so Leute, die haben mal in der Finanzbranche gearbeitet, waren mittelmäßig gut, haben durchschnittliches Geld verdient und dann haben sie sich gedacht, weil, jetzt stelle ich mich einfach auf die Bühne und verzeihe die Leute irgendwann schmal. Also eine Schlawiner gibt es. Die haben ein Bier geschrieben, die heißen dann zum Beispiel Weltsystem-Crash oder der größte Crash aller Zeiten. Ein sehr negativer Titel. Sie haben festgestellt, der Deutsche reagiert sehr positiv auf negative Nachrichten. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn ihr jetzt zwei Bier schreibt oder eins, und welches Titel dazu kaufen? Ja, erstens, Kinder fit für die Digitalisierung. Und zweitens, Angriff der Smartphone-Zombies. Na eben, gell? Da waren ja die Crash-Propheten blöd, wenn sie eine gute Zukunft versprechen. Aber was steht jetzt dann da drinnen, die Bücher? Ich meine, meistens war halt früher alles besser. Aber wo waren wir in Deutschland nicht alles Weltmarktführer? Telekommunikation, Metallindustrie, Lederhosenpornos. Ja, die Lederhosenpornos, da sagst du das. In den 70er Jahren noch ein Weltmonopol und mittlerweile ist doch die ganze Branche verpufft. Ja, die alten DarstellerInnen sind mit 67 in Rente gegangen und kein gescheiter Nachwuchs ist nicht nachgekommen. Ja, du musst dich fast aufs Land schauen, wenn du ausgerechnet in der Schnackselbranche keinen gescheiten Nachwuchs nicht zusammenbringst. Ja, und künftig, da soll es ja der Automobilindustrie in Deutschland genauso gehen, haben sie gesagt. Ja, die Stoßstangen, die gehen runter, die Fahrgestelle sind eingelost und die Hupen hupen nicht mehr. Ich frage mich ja sowieso, was zu meiner Elterngeneration in den 70er Jahren für einen Filmgeschmack gehabt hat. Jahrelang war ich da auf Platz 1 der Kinocharts mit 7 Millionen Besuchern der Film Schulmädchenreport. Ist aber Ende der 70er Jahre doch noch deutlich distanziert worden von einem Film mit 12 Millionen Zuschauern in Deutschland. Anscheinend der Sexfilm aus dem Vatikan. Vier Fäuste für ein Halleluja.